Eine sehr empfindliche, oberflächensensitive Methode ist die Photoelektronenspektroskopie. Wenn wir Röntgenstrahlen auf eine Oberfläche einwirken lassen, so dringen diese sehr tief in die Oberfläche ein. Die Elektronen, die nach dem Fotoeffekt entstehen, haben jedoch nur eine sehr geringe Reichweite in dem Material und stammen aus sehr oberflächennahen Schichten. Zusätzlich können wir durch Drehen der Probe oder Drehen des Detektors eine noch größere Oberflächensensitivität erreichen. Hier ist der prinzipielle Aufbau einer Photoelektronenspektroskopieanlage gegeben. Wir haben eine Photonenquelle, zum Beispiel eine Röntgenquelle. Wir schießen mit diesem Licht auf die Probe und analysieren die Elektronen, die aus dieser Probe emittiert werden. Typisch für diese Spektroskopieart ist der Elektronenanalysator, der oft die Form einer Halbkugel hat. Wenn wir die Energiebilanz anstellen, Photonenenergie, Elektronenenergie, dann erhalten wir aus der Differenz ein Maß für die Bindungsenergie der Elektronen und der Austrittsarbeit. Und das bedeutet, wir haben chemische Informationen über die Probe. Die Elektronen, die wir hier detektiert haben, besitzen eine Bindungsenergie von 543,1 Elektronenvolt. Aus Tabellen können wir entnehmen, dass das die K1s-Energie ist von Sauerstoff. Wir haben hier offensichtlich Sauerstoff auf der Oberfläche detektiert. Wenn wir 284,2 Elektronenvolt gemessen hätten, wäre das ein klares Indiz für die Anwesenheit von Kohlenstoff. Mit der Photoelektronenspektroskopie verschieben wir praktisch das Energiediagramm aus dem Festkörper nach außen und machen es als kinetische Energie von den Elektronen sichtbar. Wir können sowohl Rumpfniveaulinien erhalten und damit eine Aussage über die prinzipielle chemische Struktur haben, als auch Valenzelektronen analysieren. Dann hätten wir eine Information über die genaue chemische Umgebung eines Elementes. Im ersten Fall bei den Rumpfelektronen verwenden wir Röntgenstrahlen als Photon, im zweiten Fall ultraviolettes Licht. In jedem Fall gilt die Energiebilanz bei der Photoelektronenspektroskopie in dieser Art und Weise. Hier haben wir ein typisches Photoelektronenspektrum, in dem Fall einer behandelten PET-Folie. Wir erkennen Signale, die eindeutig auf Sauerstoff und auf Kohlenstoff zurückzuführen sind. Aus dem genauen Betracht der Bindungsenergie können wir auch Rückschlüsse ziehen auf die chemische Umgebung, in dem Fall des Kohlenstoffs. Wir sehen, dass unbehandeltes Polypropylen in sehr einheitliche Kohlenstoffatome besitzt. Dies ändert sich nach einer Flammenbehandlung. Wir können hier mindestens vier verschiedene chemische Umgebungen des Kohlenstoffs detektieren. Bei der Photoelektronenspektroskopie, PES, XPS, UPS, SK abgekürzt, wird die Probe mit Röntgen- oder UV-Licht bestrahlt. Die Probe emittiert Elektronen, deren Energie dann analysiert wird. Die Photoelektronenspektroskopie ist eine der empfindlichsten oberflächensensitiven Methoden. Wir bekommen Informationen über die Art der Elemente und über den Bindungszustand der Elemente. Wir brauchen jedoch Ultrahochvakuum, um diese Methode einzusetzen.